schön, dass das klappt, dass du heute auf Lea aufpasst, Hanna. Vielen Dank dafür. Du bist eine tolle Babysitterin. Bin doch kein Baby mehr, Mama. Ach, das mache ich doch gerne. Also, ich spiele doch gern mit Lea. Komm, Lea, wir können in meinem Zimmer zusammenspielen. Und Sonja, gar kein Problem, lass dir Zeit. Ich passe doch gerne auf Lea auf. Ja, das wird so 1-2 Stunden dauern. Also, ich beeile mich. Aber danke, dass du das machst, Hanna. Und Hanna, was machen wir zusammen? Also, Lea, ich habe da ein kleines Problem. Also, es ist etwas ganz Mysteriöses passiert und ich brauche dringend deine Hilfe. Also, ich werde ihn dir jetzt einfach zeigen. Ich habe einen Brief gefunden. Der ist hier in der Schublade. Schau mal. Wow. Und ich weiß nicht, von wem der ist. Da steht nichts drauf. Einfach nur ein weißer Brief. Oh, was ist das? Ein Brief? Du, aber Hanna, ich kann doch noch gar nicht lesen. Wollen wir den zusammen aufmachen? Ja, also das dachte ich mir. Ich dachte, du wärst bestimmt eine gute Detektivin und könntest mir helfen. Oh ja, Hanna, ich helfe dir. Da bin ich aber froh. Du kannst den Brief ruhig aufmachen. Ja, ich mach den auf. Oh, da ist ein großer Zettel drin. Oh Mann, das kommt echt gut an bei Lea. Ich meine, ich wollte mir irgendwas Gutes überlegen, womit ich sie ein bisschen beschäftigen kann. Und ich glaube, so eine kleine Schatzsuche ist genau das Richtige für sie. Wow, Hanna, guck mal. Das ist irgendwas, also da ist so ein Strich und ein Punkt. Was ist das? Das sieht total interessant aus. Ist das etwa eine Schatzkarte? Hanna, sag schon, wo hast du diesen Brief denn überhaupt gefunden? Also das sieht wirklich aus wie eine Schatzkarte. Und dieser Brief lag einfach hier vor meiner Tür. Wenn ich bloß wüsste, wer den da hingelegt hat. Also, wenn du mich fragst, Lea, ist das eine Schatzkarte. Vielleicht können wir ja mal versuchen, die zu entziffern. Boah, ich helf dir, Hanna. Ich glaube, ich habe schon verstanden, was das ist. Guck mal, da ist doch ein Kreuzchen, da geht's los. Und dann ist so eine Linie, da muss man bestimmt langlaufen. Also da geht's, glaube ich, los. Also wenn das jetzt das ist, wo du den Brief gefunden hast, dann müssen wir in diese Richtung. Komm, Hanna. Okay, also vielleicht ist das jetzt hier die Wand, an der ich vorbeigelaufen bin. Und dann müssen wir hier in die Küche. Oh Mann, Lea geht total auf mit dieser Schatzsuche. Ich glaube, da habe ich mir genau das Richtige für heute einfallen lassen. Oh Lea, was meinst du denn jetzt? Wo müssen wir denn jetzt lang? Guck mal, ich glaube, wir müssen einmal um den Tisch rumlaufen. Vielleicht ist hier irgendwo was drunter. Vielleicht hier hinten irgendwo? Oder hier? Ja, Hanna, hier ist noch ein Brief. Guck mal, hier auf dem Stuhl lag der. Ich habe den Stuhl zurückgezogen. Wow, Lea, das gibt's ja gar nicht. Wie kommt ihr denn da hin? Hanna, hier, der Brief. Also, wahrscheinlich ist der ja für dich, aber darf ich ihn aufmachen, bitte? Ja, klar. Schau mal, vielleicht ist da noch eine Schatzkarte drin. Wow, guck mal, Hanna, was soll das denn sein? Das ist wieder ein Punkt. Wow, eine richtige Schatzkarte. Mann, haben wir Glück. Wir müssen diesen Schatz auf jeden Fall finden, Lea. Was wir da wohl finden werden, Hanna? Vielleicht Gold. Oder vielleicht, irgendwas ganz Gefährliches oder so. Oh, ist das spannend. Also, Hanna, also das sieht jetzt ein bisschen komisch alles aus. Da ist wieder so eine Linie. Vielleicht müssen wir wieder der Linie folgen. Das hat ja gerade auch funktioniert. Hier in die Richtung ist das, Hanna, komm. Ja, ich komme ja schon. Also ich hätte nicht gedacht, dass Lea das alles so schnell versteht. Ich dachte, das wäre eine richtig komplizierte Schatzsuche, aber Lea ist echt gut darin. Also, Hanna, ich hab's im Gefühl, irgendwo hier muss noch was sein. Vielleicht ist hier schon der Schatz oder ein weiterer Hinweis. Ja, aber wo könnte der bloß sein? Oh, vielleicht hier irgendwo auf dem Sofa? Nein, da ist nichts. Vielleicht da hinten? Oder vielleicht hier hinter? Oh, nee, hier ist auch nichts. Oder hier drunter? Oh, da ist es ein bisschen dunkel, aber da ist nichts drin. Also, Lea, ich hab hier bei den Blumen geguckt. Hier am Blumentopf ist auch nichts. Vielleicht hier irgendwo. Ja, ich hab ihn. Es ist noch ein Brief. Noch ein Brief, Hanna, guck mal. Wow, Lea, das gibt's ja nicht. Schon wieder ein Brief. Komm, mach ihn schnell auf. Hanna, du glaubst nicht, was da drin ist. Da ist schon wieder eine Schatzkarte drin. Wow. Oh, das hätte ich nicht gedacht. In unserem Haus eine Schatzsuche. Ist das spannend. Oh, was ist das? Das sind ganz viele Stufen bestimmt. Wir müssen bestimmt die Treppe hochlaufen. Und da ist wieder ein Punkt. Hanna, komm schon. Und vielleicht ist da dann wieder ein Hinweis. Oh, oder vielleicht finden wir da den Schatz.
Wir müssen schnell die Treppe hoch, Hannah. Komm, beeil dich, bevor uns jemand zuvorkommt. Ja, Lea, ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Hannah, du lahme Schnecke. Jetzt komm schon. Ich bin doch keine lahme Schnecke. Ich hätte nicht gedacht, dass Lea das alles so schnell löst. Ich dachte, wir wären damit stundenlang beschäftigt. Hannah, ich hab den Schatz gefunden. Wie cool ist das denn? Das sind ja Donuts mit Schokolade drauf. Oh, so einen esse ich echt gerne. Das ist was ganz Besonderes. Oh Mann, Donuts, das gibt's ja gar nicht. Wie cool ist das denn? Ich freue mich. Einer ist für mich und einer ist für dich. Oh, Hannah, das ist ja so cool. Komm, wir futtern schnell unsere Donuts auf. Aber wer hat die hier bloß versteckt? Ich meine, die sind hier in Julians Zimmer. Vielleicht hat Julian für uns diese Schatzsuche gemacht. Wie cool ist das denn? Nein. Sowas würde Julian nie machen. Der wird jeden Donut alleine essen. Der wird die doch nicht für uns verstecken. Ich meine, es ist ja wohl klar, dass ich das war. Hannah, woher weißt du das alles so genau? Ich meine, irgendwie hast du ziemlich viele Informationen. Hast du damit etwa was zu tun? Oh ja, du hast mich durchschaut, Lea. Ich wollte mir einfach was Cooles einfallen lassen, damit uns nicht langweilig wird. Und ich dachte, so eine Schatzsuche macht dir bestimmt Spaß. Boah, Hannah, du bist so cool. Natürlich hat mir das Spaß gemacht. Und ich hab's dir alles geglaubt. Ich dachte echt, jemand hätte diesen mysteriösen Brief da versteckt. Oh, cool, Hannah. Ja, und ich dachte, bevor wir die Donuts einfach so essen, macht's doch Spaß, wenn man die erst suchen muss. Oh, danke, Hannah. Du bist so cool. Und mit dir macht das immer alles richtig Spaß. Du bist die coolste Babysitterin überhaupt. Und ich bin ja jetzt auch kein Baby mehr. Oh, das freut mich, Lea. Ich passe auch super gern auf dich auf. Ich meine, du bist zwar noch ein bisschen jünger, aber wir sind, glaube ich, echte Freundinnen. Und jetzt essen wir erstmal unsere Donuts auf. Nicht, dass Julian gleich nach Hause kommt. Dann will er direkt was abhaben. Oh, der ist lecker, Hannah. Der schmeckt so gut wie bei Mama im Laden. Die habe ich auch aus dem Laden von deiner Mama. Ich war heute Vormittag schon da. Und das ist meine Lieblingssorte. Mit Schoko und Streuseln. Oh, das war echt toll. Und jetzt habe ich wieder ganz viel Energie. Was machen wir denn jetzt als nächstes, Hannah? Wollen wir vielleicht hier bei Julia noch ein bisschen suchen? Vielleicht ist hier noch ein Schatz versteckt. Nein, Lea, da ist nicht noch ein Schatz versteckt. Und ich glaube, Julian wird sich auch nicht so freuen, wenn er sieht, dass wir in seinem Zimmer sind. Und dass wir dann auch noch Donuts ohne ihn essen. Komm, wir gehen wieder runter. Wir können ja in mein Zimmer gehen. Ich komm ja schon. Oh, hast du das gehört? Da hat's an der Tür geklingelt. Hallo, ihr beiden. Ich habe mich total beeilt, aber ich war schon 1,5 Stunden weg. Ich hoffe, ihr habt die Zeit gut rumbekommen. Boah, waren das 1,5 Stunden? Das fühlte sich an wie 5 Minuten. Das war richtig toll hier bei Hannah. Ach, das freut mich. Ich dachte, du wartest schon auf mich. Aber eigentlich kann ich mich ja auch darauf verlassen, dass Hannah sich immer was Lustiges einfallen lässt, um mit dir Spaß zu haben. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben eine Schatzsuche gemacht. Wir hatten einen ganz mysteriösen geheimen Brief. Und am Ende haben wir Donuts gefunden, die aus deinem Laden. Ja, das war toll, Mama. Also ich muss sagen, das klingt echt nach einem gelungenen Nachmittag. Vielleicht habt ihr Lust, euch bald mal wieder zu treffen. Also ich meine, vielleicht hast du Lust, mal wieder auf Lea aufzupassen, Hannah. Du bist wirklich unsere Lieblingsbabysitterin. Klar, gerne. Das war ein toller Tag mit Lea. Hey Leute, halt, stopp, stopp. Wollt ihr noch mehr von uns sehen oder hören? Dann hört doch unsere Hörspiele. Die findet ihr auf Spotify, iTunes und Amazon Music. Gebt doch einfach Familie Vogel oder Spiel mit mir ein. Dann findet ihr alles. Viel Spaß beim Hören!